In einem Zoo hier in Deutschland, genauer gesagt in dem Zoo in Erfurt, geht derzeit etwas wirklich Schreckliches vor sich. Denn scheinbar sterben dort die Tiere alle nacheinander weg. Seit Anfang des Jahres sind mittlerweile 5 Tiere in diesem Zoo gestorben. Darunter 2 Nashörner, 1 Löwe und 2 Geparden, jetzt erst vor kurzer Zeit. Und diese Geparden starben scheinbar daran, dass sie einerseits so schon körperlich sehr krass geschwächt waren und dann einen starken Parasitenbefall hatten, um den sich eventuell nicht ausreichend gekümmert wurde. Das bedeutet also, in Erfurt sterben gerade große Tiere und es könnte sein, dass dies passiert, weil sich nicht genug darum gekümmert wird. Ein Gutachten wurde angestellt darüber, doch die ersten Informationen, die man gekriegt hat, sind, dass die Verantwortlichen für das Gutachten vorerst sich nicht öffentlich dazu äußern wollen. Was geht in Erfurt vor sich?